Ab jetzt. Die PowerPoint ist verfügbar als Download. Besuchen Sie hierfür den Link, der da unten angegeben ist: https://autodesk.box.com/AutoCAD-IQ-Lizenz/ Deutsch. Bevor wir beginnen, beachten Sie auch unsere Webseite autodesk.com/help-webinars. Hier finden Sie eine Liste aller Produkt-Support-Webinars, sowohl die deutsche Seite, die deutschen Webinars als auch die amerikanischen. Kommen Sie regelmäßig wieder. Sie finden dann auch die künftigen Webinare. Sie wissen dann, was als nächstes kommt. Außerdem finden Sie die Aufzeichnung früherer Webinare als YouTube-Video und auch die Dateien können Sie hier herunterladen. Hinterlassen Sie auch ein Feedback zum aktuellen Webinar. Wir sind immer sehr dankbar, wenn wir Feedback erhalten. Sie können auch erstens sagen natürlich, was Ihnen gar nicht gefallen hat an unserem Webinar, was wir verbessern können. Sie können natürlich, Sie hören auch mal sehr gerne, sagen, was Ihnen gefallen hat. Und falls Sie irgendwelche Ideen und Vorschläge für künftige Webinare haben, senden Sie einfach eine E-Mail an autodesk.help.webinars@autodesk.com. Setzen Sie den Betreff auf Erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ, dann kommt es auch an die richtige Stelle an. Beachten Sie außerdem, dass wir jetzt ein neues deutsches Forum haben mit deutscher Sprache. Gehen Sie darauf auf autodesk.de/forum. Hier finden Sie Feedback zum aktuellen und vergangenen AutoCAD-Webinars, natürlich auch zu bestimmten Produkten, wie ein ganz normales Forum, bloß dass es diesmal auf Deutsch ist, zu bestimmten Produkten, zum Beispiel zur AutoCAD-Produktfamilie, zu Inventor, zu Revit oder zu Education-Lizenzen. Hier sehen Sie eine Liste der letzten 10 AutoCAD-IQ-Webinare, die Sie eben auf YouTube, AutoCAD Exchange, erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ herunterladen können. Da haben wir die COX-Einführung, also die Oberfläche, Produktivitätstipps und Tricks, zweiter Teil, Ändern von Objekten. Welcher Linientyp sind Sie? Also geht es um Linientypen, parametrisches Arbeiten. In AutoCAD, da geht es um parametrische Bemaßungen, parametrische Geometrienabhängigkeiten. Rendering, eine Einführung in AutoCAD. Dann reparieren, wiederherstellen, zurücksetzen. Was doch immer wieder passiert, dass irgendwas mit der Oberfläche passiert ist oder mit Profil passiert ist, dass es nicht mehr richtig passt oder auch die ganze Installation im schlimmsten Fall nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte. Das sollte nicht passieren, aber hier in diesem Webinar sehen Sie, was Sie dagegen tun können. Tipps und Tricks zur Steigerung der Produktivität, Einführung in 3D-Modeling in AutoCAD und Attribute holen Sie das meiste aus Ihren Daten heraus. Beeinflussen Sie auch zukünftige AutoCAD-Versionen, indem Sie einfach beim AutoCAD Beta-Programm mitmachen. Das startet wieder gerade für die Version 2017. Hier können Sie einfach teilnehmen und dadurch durch Ihr Feedback dort Rückmeldung geben, was Ihnen gut gefällt, was Ihnen nicht gut gefällt, wo Sie wünschen, dass da noch ein bisschen mehr gemacht wird. Das fließt dann in die Arbeit der Entwicklung mit ein. Und hier haben Sie die Möglichkeiten, das neueste Release zu beeinflussen. Sie haben dann die Möglichkeit, eben das Beta-Release herunterzuladen und zu testen. Und wenn Sie das alles machen möchten, dann
schreiben Sie eine E-Mail an autocad.beta@autodesk.com. Beziehungsweise, wenn Sie beim Beta-Programm für AutoCAD LT mitmachen wollen, da ist die E-Mail-Adresse etwas anders, autocad.lt.council@autodesk.com. Sie erhalten dann eine Einladung und einen Link, wo Sie dann die Version, die Beta-Version herunterladen können und wo Sie Ihr Feedback abgeben können. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf das Autodesk Knowledge Network aufmerksam machen. Hier finden Sie vom Produktsupport erstellte Artikel zu den verschiedensten Produkten. Mal sehr spezifisch, mal sehr generell. Es ist eine Datenbank inzwischen von mehreren 10.000 Artikeln. Viele Fragen, die Sie haben, finden Sie dort schon beantwortet. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel die häufigsten AKN-Downloads und Artikel. Da haben wir zum Beispiel Autodesk AutoCAD 2016 Coordination Model, Objektfangsupport oder ein Link einfach nur zum AutoCAD 2015 Service Pack 2. Ist also ziemlich alles dabei. Außerdem haben Sie dort ein Schnellzugriff auf Hotfixes, Service Packs und Downloads. Unten haben Sie die Links von der PowerPoint, die Sie dann später herunterladen können, zu AutoCAD und zu AutoCAD LT. Bevor wir jetzt wirklich richtig beginnen, habe ich noch einige Fragen an Sie. Und zwar, bitte wählen Sie die für Sie zutreffende Antwort aus. Meine erste Frage ist, ist dies Ihr erstes Webinar? Okay. Also 68 Prozent sagen, ja, das ist das erste Webinar, und 38 Prozent sagen nein. Ich zeige Ihnen das auch gleich, das ist das Ergebnis. Also wir haben sehr viele neue Gäste hier im Webinar, das freut mich ganz besonders. Willkommen, ganz herzlich. Meine nächste Frage lautet, welche AutoCAD-basierte Applikationen verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, Architecture MEP, ArcAD Electrical, Mechanical, Plant, Civil Map oder irgendwas ganz was anderes? Okay. 38% verwenden AutoCAD, genauso viel AutoCAD LT. Civil ist und oder Map ist sehr stark vertreten hier. Und 13% verwenden noch was ganz was anderes. Danke dafür. Und eine letzte Frage an Sie, bevor wir starten. Sind Sie schon im AutoCAD Beta-Programm involviert? Hat man noch? Okay. Prozent haben noch nicht mitgemacht oder sind nehmen aktiv gerade momentan noch nicht teil, sind aber sehr interessiert und 56% würde ich gerne noch überzeugen, dass sie mitmachen würden. So, das war dazu. Wir beginnen jetzt mit der eigentlichen Präsentation, mit dem eigentlichen Webinar. Zurück zur Basis, Inhalte leichter wiederverwenden,
Das Design Center ist heute das Thema und die Werkzeugpalette ist heute das Thema. Ich übergebe jetzt an Carsten Sänger, meinen Kollegen, sitzt schon neben mir, ist schon ganz fiebrig, damit er loslegen darf. Und es geht los. Ups. Muted. So, vielen Dank, Bernd. Ich bräuchte noch die Maus- und Tastatursteuerung. Gut. Also, unsere heutige Agenda zum Webinar lautet, das Design Center Benutzerinterface durchzusprechen. Die Inhalte mit Design, wie füge ich Inhalte mit Design Center hinzu oder wie verwalte ich Inhalte von Zeichnungen und damit einhergehend die Werkzeugpalette, wie füge ich Inhalte dort hinzu, wie erstelle ich Paletten und wie verwalte ich die Paletten. Das, Bernd, gehst du mal eine Seite weiter? Ich glaube, dann geht's los. Genau. Machen wir das mal. Klein, jetzt müsstest du meinen Bildschirm freigeben. Okay. Ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Jetzt, genau. Das ist jetzt die AutoCAD-Oberfläche. Das heutige Webinar ist mehr ein Basiskurs zu AutoCAD und ich hoffe trotzdem, dass Sie etwas Neues erfahren. Ich selbst gehöre zu den Kandidaten, die das Design Center lange ignoriert haben. Aber es gibt eindeutige Vorteile, wenn man es benutzt in Unternehmen. Das Design Center selber ist schon lange Teil der AutoCAD-Produktfamilie. Schätzungsweise AutoCAD 2000, Version 2000, hatte das erste Mal das Design Center integriert. Und es wird generell eigentlich sehr vernachlässigt und ist manchen Benutzern ganz unbekannt. Wie komme ich an das Design Center ran? Es wird ja nicht automatisch beim Start von AutoCAD geöffnet oder ist da. Dann wüssten wahrscheinlich sehr viel mehr Nutzer, was es ist. Ich komme darüber über die Ansichtpalette in der Multifunktionsleiste und dort sehe ich in den Paletten. Hoppala, jetzt, Moment, die Paletten. Ah, ich bin nicht auf Ansicht jetzt. Die Werkzeugpalette, die wir nachher besprechen, und hier ist das Design Center. Wie überall in AutoCAD, wenn ich über die Funktion gehe, sehe ich ein Tool-Menü zu der Funktion und sehe dann dort unten auch das Kommandozeilen-Interface, Kommando für diese Funktion. In dem Fall wäre das AD Center. Eine zweite Möglichkeit, wo ich Design Center finde, geht über Einfügen und dann ganz auf der rechten Seite sehe ich ganz groß das Design Center. Ich gehe jetzt mal über die Kommandozeile hin. Da gibt es noch eine zweite Möglichkeit, als AD Center einzugeben, nämlich der Superkurzbefehl DC öffnet mir den Design Center. Das Design Center selbst öffnet sich als Palette. Hoppala, da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Ich kann Paletten automatisch ausblenden. Das heißt, auf die Statuszeile des Design Centers klicke, mit der rechten Maustaste, kann ich das Häkchen setzen, automatisch ausblenden. Wenn ich die Maus aus der Palette herausziehe, wird nach ungefähr einer Sekunde das Design Center automatisch geschlossen. Das lasse ich jetzt erstmal an, nachher werde ich das ausschalten. Für die Oberfläche haben wir mehr Platz und wir brauchen es ja nicht immer alles sehen. Sie können weiterhin das Design Center fixieren in die AutoCAD-Oberfläche. Jetzt ist Fixieren angeschaltet. Wenn ich jetzt etwas herausziehe, dann wird es mir in meine Oberfläche integriert, in dem Fall auf die linke Seite oder ich kann es mir auch rechts anordnen. Liegt an einem persönlich, welche Vorlieben man hat. Ich selber mag es eigentlich nicht, die Paletten quasi in meine Oberfläche zu integrieren. Ich mag sie lieber drüber schwebend, sodass ich sie hinschieben kann, wo ich will.
damit ich auch mal etwas, was verdeckt ist, wieder frei machen kann. Im Titel des Design Centers haben wir den ganz normalen Öffnen- oder Laden-Dialog. Wenn ich da reingehe, ist es vielleicht gut zu wissen, dass ich hier so gut wie alle AutoCAD-lesbaren Formate laden kann und mir dann quasi im Design Center eine Vorschau erstelle, oder ich habe im Design Center eine Vorschau für diese Datei. Das wäre möglich, indem Sie im Grunde genommen sonst über AutoCAD importieren gehen und dann diese Datei in AutoCAD selbst laden. Die Datei ist dann Teil der Zeichnung. Wenn Sie eine bestimmte Datei suchen, sind Sie eigentlich im Design Center mit der Vorschau besser und schneller dran. Ich habe weiter hier oben die Vor- und Zurück-Knöpfe, wenn ich in einem bestimmten Ordner war oder eine History von Ordnern mir anzeigen lasse. In den letzten 5 Ordnern, die ich war, können Sie dahin zurückspringen. Ähnlich wie im Internet Explorer oder im Windows Explorer habe ich eine Ebene nach oben Knopf, eine Ordnerebene, und kann dort quasi hier eine Benutzerebene in der Ordnerstruktur nach oben springen. Ganz wichtig oder erwähnenswert ist die Suchenfunktion. Da mache ich später mal ein Beispiel dazu. Hier kann ich nach bestimmten Dingen und auch in Zeichnungsinhalten suchen. Ich weiß zum Beispiel, es gibt in irgendeiner Zeichnung oder in irgendwo auf meiner Festplatte ein bestimmtes Schraffurmuster. Ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich finde es nicht mehr. Und mit diesem Suchenbefehl kann man die ganze Festplatte danach durchsuchen. Ich habe einen Favoritenordner. Wenn ich bestimmte Zeichnungen öfter verwende, kann ich mir Favoriten anlegen. Hier wird quasi ein Link erstellt. Ich gehe mal in den Favoritenordner. Hier habe ich mir zum Beispiel für dieses Webinar 2 Ordner und 3 Dateien als Favoriten markiert. Das geht ganz einfach, indem ich hier in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner klicke und zu Favoriten hinzufügen. Die Favoriten erscheinen dann, ich sehe es hier in dem Ordner, in meinem Windows-User-Profil unter Favoriten, Autodesk, und sind dann über den Windows Explorer editierbar. Das sind quasi die Links zu den Dateien oder zu den Ordnern. Ich kann im Windows Explorer diese Dateien einfach rausschieben, aber die Datei wird dann nicht gelöscht. Das Schöne an der Sache ist, ich kann diese Favoriten eventuell, wenn diese Dateien zum Beispiel auf einem Netzlaufwerk in der Firma liegen, kann ich und der Pfad quasi, sich nicht ändert auf einem anderen Rechner, mit einem Kollegen tauschen, und dann hat man dieselben Favoriten. Ich kann mir einen Startordner für das Design Center festlegen. In dem Fall habe ich das mal für C Autodesk gemacht. Ich könnte es aber auch mal für C mein Benutzerprofil festlegen. Gehe ich auch mit der rechten Maustaste drauf und sage als Start einstellen. Und wenn ich jetzt hier auf den Startordner gehe, bin ich in meinem Ausgangsordner wieder drin. Dann kommen, sage ich mal, 4 Knöpfe zum Anpassen der Benutzeroberfläche. Ich kann hier mir dieses rechte obere Fenster größer schalten, indem ich diese Baumstruktur ausblende. Und ich kann mir die Voransicht, wir haben hier dieses rechte mittlere Fenster, ist die Voransicht für die Dateien. Die kann ich aus- und einschalten. Aber ich sollte eigentlich also eingeschaltet sein, weil es ja ein großer Vorteil vom Design Center ist, dass ich mir die Voransichten darstellen lasse. Und der dritte Knopf ist das rechte untere Fenster. Dort sehe ich die Beschreibungen zu den Daten oder Dateien. Ich kann in jeder Zeichnung mir eine Beschreibung erstellen. Nehme ich jetzt mal zum Beispiel die Zeichnung 1 hier. Und dort kann ich für mein Unternehmen unter den Zeichnungsdienstprogrammen Zeichnungseigenschaften eingeben und eine Dateiinfo eingeben, Test
Webinar zum Beispiel. Ein Thema, Webinar. Und diese Zeichnung speichere ich jetzt unter ein Temp-Folder, Zeichnung 1. Und wenn ich mir diese Zeichnung jetzt in meinem Design Center anschaue, baue ich meine Zeichnung 1, wird wahrscheinlich ganz unten sein hier. Nun, jetzt bin ich ein bisschen zu weit oben. Ah, jetzt suchen wir die Details. Und dann in meinen Ordner Temp Zeichnung 1. Und dann habe ich mir hier unten quasi die Vorschau der Zeichnung, was ist in der Zeichnung drin, und da unten meine Beschreibung. Das zur Information, falls Zeichnungen zum Beispiel für andere Mitarbeiter zugänglich gemacht werden sollen. Ich kann hier umschalten zwischen der Baumstruktur auf der Festplatte, wie sie zum Beispiel auch im Windows Explorer verfügbar ist, oder oft auch um der Übersicht halber, ich schalte um auf die geöffneten Zeichnungen. Wenn ich zwei geöffnete Zeichnungen habe und von Zeichnung A auf Zeichnung B kopieren möchte, dann sehe ich meine beiden Zeichnungen in dieser Liste drin und nichts anderes. Ist ein bisschen übersichtlicher, als jetzt halt hier immer durch den ganzen C-Lauf, das ganze C-Laufwerk oder D-Laufwerk zu scrollen und hin und her zu navigieren. Ich habe auch ein Protokoll, wenn ich das mir aufzeichnet, was ich wie wann gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Datei oder ein bestimmtes Schraffurmuster von einer Zeichnung in die andere kopiert habe, in der Zwischenzeit 10 andere Dateien mal offen hatte und ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich jetzt diese Schraffurmuster her hatte, dann kann ich mir in dieser Liste nochmal die Informationen daraus holen. Gut, Sie werden jetzt vielleicht sagen, alles schön und gut, aber was kann ich jetzt endlich damit tun? Das möchte ich Ihnen jetzt auch zeigen. Also generell nochmal zum Überblick, das Design Center bietet die Möglichkeit, Zeichnungsinhalt von einem zu verwalten und wieder zu verwenden. Der Inhalt einer Zeichnung ist, ich gehe hier mal auf meine Favoriten, der Inhalt einer Zeichnung sind die Referenzdateien, die verschiedenen Stile für Textstile, visuelle Stile, Tabellenstile, Schnittansichtsstile, Multiführungslinienstile, dann Linientypen, Layouts, Layer, Detailansichtsstile, Blöcke und Bemessungsstile. Das sind die Inhalte einer Zeichnung. Und diese Inhalte können von einer Zeichnung in die andere wiederverwendet werden. Das geht generell natürlich immer auch über andere Wege. Diese anderen Wege sind eventuell aber länger. Zum Beispiel möchte ich eine XREF erstellen, dann müsste ich erst in den XREF Manager und mir dann diese XREF aussuchen. Hier im Design Center gehe ich auf die Datei und sage als XREF zuordnen. Ich habe einerseits die Vorschau der Datei. Wenn ich nicht sicher bin, welche Datei ich als XREF in der Liste auswähle. Und ich kann mit einem einfachen Klick über die rechte Maustaste diese Datei als XREF zuordnen und habe sie dann hier in meiner Datei ganz normal drin als XREF. Also ich kann die Datei ohne den XREF-Manager zu verwenden als Referenz einfügen. Eine andere Möglichkeit sind zum Beispiel Blöcke. Hier gehe ich mal auf meine Favoriten und es gibt im AutoCAD Sample Folder Design Center ein paar schöne Zeichnungen, die ich hier verwenden möchte, zum Beispiel Landscaping. Ich lasse mir hier oben mal die großen Symbole auch als Vorschau anzeigen, gehe auf die Blöcke und sehe im Grunde genommen, was ist in der Zeichnung
enthalten an Blöcken. Ich sehe dann, wenn ich da draufklicke, auf die Voransicht und eventuell wieder die Beschreibung, wenn es eine gibt. Hier haben wir verschiedene Nadelbäume. Der Nadelbaum schaut aus wie Nadelbaum nach Weihnachten. Hier haben wir die Version vor Weihnachten. Was können wir jetzt mit den Blöcken machen? Die Blöcke, ich steuere das eigentlich alles entweder über Drag and Drop. Wenn ich diesen Baum in die Zeichnung einfüge, dann kriege ich ihn ganz schnell rein, so wie er ist. Die Zeichnung, muss man dazu sagen, scheint in Fuß erstellt zu sein, deswegen ist der Baum so groß. Also es ist keine metrische Vorlage. Ich habe relativ wenig Kontrolle, wenn ich das Ganze über Drag and Drop mache. Wenn ich das Ganze, ich habe ansonsten die Möglichkeit, über die rechte Maustaste Block einfügen, dann erscheint mir für diesen Block das Einfügen-Dialogfenster und ich kann, wie als wenn ich es über Insert und oder Einfügen einen Block einfügen möchte, mir die Einstellungen einstellen. Dasselbe passiert, wenn ich hier doppelklicke. Doppelklick öffnet denselben Dialog. Also hier müsste ich jetzt die Zoll ein bisschen skalieren. Gehen wir mal. Jetzt ist er ganz klein. Das war jetzt eine Null zu viel. Aber wir sehen auch schon, so funktioniert das mit dem Einfügen. Jetzt habe ich auch noch Ursprung gedrückt. Das heißt, mein Block ist aufgelöst worden, was wir eigentlich normalerweise nicht wollen. So, ich lösche das nochmal raus. Was können wir mit den Blöcken noch machen? Wir haben hier noch ein Einfügen und Neu definieren oder ein nur Neu definieren. Was heißt Neu definieren? Das musste ich mir jetzt auch erst nochmal ganz genau klar machen. Wenn ich hier einen Nadelbaum habe, zum Beispiel, ich füge diesen Nadelbaum jetzt mal ohne Ursprung in die Zeichnung ein und dieser Block oder dieser Baum heißt Baum, Nadelbaum im Aufbau. Recht viel zu schreiben. Ich würde jetzt fast diesen Block nochmal rausnehmen und füge den Swimmingpool ein. So. Diesen Swimmingpool skaliere ich jetzt, den Block. Das nur zur Vorbereitung. Na, wo ist es? Skalieren, skalieren, hier. Skalierungsfaktor 0,1. So klein. Gut. Also, was heißt, jetzt zurück zur Frage, was heißt nur neu definieren? Ich habe einen Block in der Zeichnung, der den gleichen Namen hat wie mein Block, also es ist hier die Blockreferenz. Und wenn ich jetzt auf den Swimmingpool gehe und sage nur neu definieren, dann wird mein vorhandener Block mit dem Block ersetzt, den ich hier jetzt neu definiere oder einfüge. Jetzt nur neu definieren sage, dann müsste er nur, das ist jetzt der Vorführeffekt, groß werden. Aber die Skalierung scheint da nicht mitgekommen zu sein. Ich zeige das jetzt nochmal anders über den Block Editor und lösche in dem vorhandenen Block diese drei Linien hinaus und den Abfluss, speichere das und hoffe, dass der Vorführeffekt jetzt funktioniert. Wenn ich den Block nur neu definiere, sind meine Editierungen im Block selber wieder da. Also skalieren, da muss ich mich selber korrigieren, skalieren ist da, wird über die Neudefinition nicht abgedeckt. Es sind nur die Veränderungen selber, die ich im Block-Editor gemacht habe. In dieser Zeichnung werden durch dieses Neudefinieren überschrieben.
kannst natürlich auch einfügen und neu definieren. Das heißt, in der Zeichnung ist der Block dann auch neu definiert worden. Zu den Blöcken muss man sagen, ich kann immer nur einen einzigen Block einfügen. Ich kann nicht mehrere einfügen, weil jeder Block für sich ja einen Ursprungspunkt definiert haben muss. Im Gegensatz dazu kann ich mehrere Stile oder auch Layer einfügen. Diese Zeichnung hat im Augenblick von der XREF ein paar Layer und sonst nichts. Wenn ich jetzt hier meinem Design Center Layer hinzufüge, gehen wir mal über die Landscaping, da ist es hier, Layer. Ah, da ist auch nur ein, es ist ein Layer 1 drin. Layer 0 und Layer 1. Die kann ich so hinzufügen, mehrere gleichzeitig und werden dann hinzugefügt. Dazu muss man sagen, die Objekte in der Zeichnung, Layer 1 zum Beispiel, sind dominant. Das heißt, in dem Fall, wenn ich hier einen Layer 1 habe, ich ändere diesen mal um auf eine gelbe Farbe, und ich würde jetzt hierher gehen und quasi aus einer Zeichnung mir ein Layer mit demselben Namen kopieren, sage Layer hinzufügen, dann sollte der Layer in der Zeichnung nach wie vor gelb sein, also unangetastet und dementsprechend nicht überschrieben. Kommen wir zur Suche im Design Center. Nehmen wir an, ich suche nach einer Schraffur, also Schraffuren zum Beispiel. Ich kann nach dem Namen des Musters suchen oder ich suche nach einer Datei, der Schraffurmusterdatei, der .pat-Datei. Und gebe jetzt einfach ein ACAD ISO.pat für die Schraffurmusterdatei und dann werden mir alle Pfade und Orte aufgezeigt, wo diese Datei gefunden wurde. Wenn ich jetzt diese, den mache ich jetzt mal auf automatisch ausblenden, wenn ich diese Schraffur jetzt den Namen kenne, dann muss ich mal Luhren, ANSI 31 zum Beispiel, dann kann ich auch über den Namen gehen der Schraffur und es sollte mir eine geschrieben. ANSI 31. Probieren wir es nochmal. Ah, ich suche ja nicht nach der Datei, sondern ich suche nach dem Muster. Das muss man natürlich umstellen. ANSI 31. Jetzt durchsuchen. Ah, jetzt suchen. Und hier haben wir den Namen des Schraffurmusters, was ich gesucht habe. Und ich sehe die Dateien, wo ich diese Datei gefunden habe. So, dieses Schraffurmuster selber ANSI 31, schaue ich mir auch mal an, so schaut das aus. Und das Schöne, was ich jetzt machen kann, ist, ich sehe eben, wie gesagt, hier wieder die Vorschau und kann über Drag and Drop diese Schraffur hier reinziehen. Oder ich klicke doppelt auf die Schraffur, zum Beispiel Cross, und gehe dann, wähle dann meine Fläche aus, wo diese Schraffur angewendet werden soll, und es wird ausgefüllt. Also ich mache das Ganze nochmal.
nehme jetzt meine ANSI 32, Doppelklick, gehe hier in die Fläche, klicke einmal drauf und schon wird die Schraffur auf diese Fläche angewendet. Gut. Drag and Drop geht natürlich auch. So, kommen wir zur Arbeitsweise. Also ich kann alles im Design Center über meine Favoriten steuern. Alle Dateien, die ich brauche oder mit denen ich oft arbeite, kommen in meine Favoriten rein. Wenn es viele Dateien sind und viele verschiedene Orte, wird das natürlich auch irgendwann unübersichtlich. Wir können auch uns dann aus dem Design Center ganz einfach Paletten erstellen. Wenn wir, ich gehe jetzt nochmal in meine Landscaping, DWG, meine Blöcke, hoppala. Ich kann hier jetzt alle auswählen oder nur Teile auswählen. Ich nehme mal alle, gehe mit der rechten Maustaste und sage, ich möchte davon gerne meine Werkzeugpalette haben. Weil dann kann ich danach, das dauert ein paar Sekunden, da kann ich danach mein Design Center ausblenden. Sollte dann ausgehen. Und ich habe hier eine neue Werkzeugpalette mit allen meinen Blöcken, die ich mir gerade eben ausgewählt habe. Ich kann auch vom Design Center über Drag and Drop mir neue hier reinbringen. Und wie kann ich mir diese Werkzeugpaletten jetzt organisieren? Wenn ich hier mit der rechten Maustaste draufgehe, kann ich einzelne Blöcke oder Einträge löschen. Ich kann sie umbenennen, kann sie dann auch neu definieren, wenn sie gesetzt sind. Ich kann mir ein anderes Bild angeben, zum Beispiel, wenn ich den Baum, ein echtes Foto von dem Baum habe, kann ich dieses Foto auch verwenden. Und ich kann, was ganz wichtig ist, mir die Eigenschaften aufrufen und hier meine Beschreibung ändern, den Namen ändern. Ganz wichtig zu wissen, wo kommt der Block her, in welcher DWG ist der vorhanden, wo ist der Ursprung. Sehe ich hier in meiner Quelldatei. Diesen Pfad kann ich dann auch wieder mit anderen Mitarbeitern oder anderen Mitarbeitern weitergeben, wenn es auf einem Netzlaufwerk ist. Und so können mehrere Mitarbeiter im Grunde genommen die gleichen Dateiinhalte wiederverwenden. Ich kann hier bei der Verwendung für diesen Block angeben, welche Skalierung angewendet wird. Wir erinnern uns, er ist ursprünglich relativ groß. Wenn ich das verkleinere, dann habe ich quasi, muss ich das nicht immer für jeden Block bei jedem Mal einfügen machen, sondern das ist dann das Verhalten für diesen Block in der Werkzeugtablette. Ich kann einen Hilfsmaßstab einblenden oder verwenden. Den brauchen wir jetzt hier nicht. Ich kann eine vorgabemäßige Drehung angeben, wenn ich weiß, mein Block sollte immer um 90 Grad gedreht sein. Und ich kann auch sagen, ich möchte eine Eingabeaufforderung haben für die Drehung. Oder soll der Block beim Einfügen aufgelöst werden, ja oder nein? Normalerweise habe ich schon erwähnt, lässt man das auf Nein. Mit dem Block kann man in der Zeichnung sehr viel machen. Man kann auch über die Schnellauswahl viele Blöcke auswählen oder alle Blöcke auswählen. Normalerweise wollen wir nicht 1000 Linien für so einen Baum haben, sondern quasi ein Objekt Baum verwalten müssen. Ich kann sagen, wie soll die Farbe angewendet werden. Ich gebe hier mal explizit grün an. Das ist ja unser Nadelbaum. Welcher Layer soll verwendet werden? Welcher Linientyp dafür? Blotstil, eine Linienstärke und soll eine Transparenz angewendet werden? So, und jetzt sehe ich, dass der Baum schon sehr viel kleiner beim Einfügen ist. Hier haben wir ihn. Die Drehung, die wir angegeben haben beim Einfügen. Ich gebe jetzt hier 0 ein. Und so wäre es ohne Eigenschaftenänderung aus, wird es ohne Eigenschaftenänderung aussehen, so mit der Eigenschaftenänderung. Was kann ich mit den Paletten sonst noch tun? Ich kann mir
Hier sehen wir, sind eigentlich sehr viele Tabs, was ein bisschen überladen ausschaut. Ich habe da alle Tabs angezeigt. Das kann ich hier einstellen. Ich kann mir alle Paletten oder Tabs anzeigen lassen oder nur bestimmte anzeigen. Meine Palette heißt Neue Palette. Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Wo ist die dann? Alle Paletten sollte eigentlich auch hier drin sein. Hier sehen wir die Tabelle. Jetzt haben wir nur die Tabellen angezeigt. Es sollte auch meine Palette drin sein. Kann ich jetzt nicht sagen, warum diese Palette nicht drin ist. Ich kann mir die Paletten anpassen über den Anpassen-Manager. Das hier, da sind quasi, das entspricht meinen Tabs hier auf der linken Seite, neue Palette. Und hier haben wir die Palettengruppen. Und wahrscheinlich hängt es daran, ich kann hier eine neue Gruppe erstellen. Nehme ich einmal ein Webinar-Ordner, den schiebe ich raus aus dieser Struktur. Und da soll meine neue Palette rein. Hier haben wir jetzt den Webinar mit der neuen Palette. Okay, so. Was wollte ich sonst noch erwähnen? Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Das Design Center, ein kleiner Ausflug in das Wiederherstellen von Dateien. Wenn Sie, der Bernd hat es vorhin erwähnt, es sollte nicht die Regel sein, aber es kommt vor, dass Dateien irgendwie kaputt gegangen sind und Sie dann über Weblog oder Einfügen in eine neue leere Datei diese Datei versuchen wiederherzustellen. Das Problem bei diesen Operationen ist, dass Ihre Layouts weg sind. Das heißt, Sie haben dann zwar eventuell Ihre Zeichnungsdaten, aber Layouts sind verschwunden. Und das Design Center hat eine schöne Möglichkeit, die Layouts einfach in Ihre Datei hinein zu kopieren. Ich werde jetzt mal schnell das vorführen. Ich habe hier zum Beispiel, das ist die Vorlage für Civil 3D, da hat es vier schöne standardmäßige Layouts. Und wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste auf ein Layout gehe und sage Layouts hinzufügen, dann wird meine AutoCAD-Datei, hoppala, dieses Layout, das schreibe ich mal zur Seite, auch haben. Das heißt, nach dem Einfügen Ihrer Datei, um die Zeichnungsdateien wiederherzustellen, können Sie in Ihre Ausgangsdatei, also Quelldatei gehen, wenn sich diese noch öffnen lässt, und die Layouts kopieren, sodass Sie da nicht die Zusatzarbeit haben, Ihre Layouts wieder neu erstellen zu müssen. Abschließend würde ich gerne noch sagen, die Verwendung vom Design Center lohnt sich, gerade wenn Sie mit Fremddateien arbeiten, Sie Zeichnungsstandards von anderen, ja, Erstellern von DWGs wieder verwenden müssen, Sie aber überhaupt keine Ahnung haben, wie denn die Standards sind, dann können Sie über Copy und Paste sozusagen die Standards wie Blöcke und Schraffur, Muster, Textstile etc. wiederverwenden. Es macht das Leben oftmals einfacher und manchmal können Sie Ihre Kollegen damit beeindrucken. Das war es jetzt von meiner Seite und ich hoffe, Sie haben heute was gelernt. Ich übergebe jetzt die Steuerung wieder zurück an Bernd. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören von meiner Seite.
Unmuted. So. So, danke schön, Carsten, für die tolle Präsentation. In der Zwischenzeit habe ich auch die PowerPoint als Handout hochgeladen. Sie können es einfach zu sich runterziehen. Hier noch ein paar weitere Quellen. Zu Autodesk, also hier in der PowerPoint finden Sie diese verschiedenen Links. Sie haben den ersten linken Zugriff auf das Autodesk Knowledge Network, kurz AKN, mit den verschiedensten Artikeln zu den verschiedensten Produkten über die verschiedensten Themen. Es gibt auch noch ein Design Center, das online ist, da wo Sie von online vom Web herunter bestimmte Blöcke im Wesentlichen runterziehen können für bestimmte Bereiche, ob das Architekturbereich ist oder ob das Infrastrukturbereich ist. Der dritte Link zeigt einfach ein paar Befehle, die für das Design Center relevant sind. Die kommen aus der Online-Hilfe. Auch der nächste Punkt ist aus der Online-Hilfe. Der zeigt Ihnen an, wie Sie mit dem Design Center Online arbeiten. Design Center Online, das installieren Sie über das CAD Manager Kontrolldienstprogramm. Also wenn Sie AutoCAD das Setup ausführen, dann gibt es am Anfang diesen Dialog, was wollen Sie installieren? Und da gibt es dann unter anderem Dienstprogramme, meistens unten links. Da klicken Sie dann drauf. Dort finden Sie das CAD Manager Kontrolldienstprogramm und damit installieren Sie zusätzlich noch das Design Center Online. Wie Sie Werkzeugpaletten und Werkzeugpalettengruppen freigeben können, auch dass es übers Netzwerk für mehrere Anwender verwendbar ist, darüber geht der letzte Link. Jetzt zum Schluss habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar, einen Moment, da ist sie dann schon, einen Moment. Haben Sie denn heute was gelernt? Zwei Drittel haben schon geantwortet. Ja, vier Fünftel inzwischen. Okay. Das ist das Ergebnis. Zwei Drittel haben was gelernt. Das ist schon mal gut. Das freut mich für Sie. Ein Drittel sagt, nein, das kann mir schon. Dann danke ich dann trotzdem dafür, dass Sie bis zum Ende hier dabei waren. Und freue mich dann, wenn Sie beim nächsten Mal alle wieder dabei sind. Unten sehen Sie jetzt hier noch die Dateien und die Aufzeichnung, die finden Sie in dem Link ganz unten, https://. Ja, okay. Habe ich da was? Also Schließlichkeit. Ganz unten finden Sie hier nochmal den Link, wo Sie die Dateien und Aufzeichnung finden, unter https://autodesk.box.com/autocad-iq-deutsch. Ja, die nächste Veranstaltung sind die Express-Tools in AutoCAD. Wir werden das nächsten Monat, am 4. Februar, genau zu sein, um 14 Uhr wieder vortragen. Zu zweit, der Carsten und ich. Ja, besuchen Sie unten diesen Link, um sich zu registrieren. Beim nächsten Link können Sie außerdem noch Ihr Feedback abgeben. Diese Links erhalten Sie später ebenfalls per E-Mail. Ja, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann beantworten wir die jetzt gerne. Das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben keine Fragen. Ein letzter Versuch. Keine Fragen. Okay, dann danke ich schön für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind und verabschiede mich für dieses Mal. Adieu, goodbye.